So, willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition. Und wir sind im letzten Part stehen geblieben. Wir haben im letzten Part den ersten Arena-Orden bekommen und sollen jetzt den Traumdunst holen. Und der steht hier, liegt genau vor uns. Ist das etwa der Traumdunst? Yay! Damit kann ich meine Forschung vollenden. Kommt doch nachher bei mir daheim vorbei. Würde ich, aber ich musste noch was erledigen, ein bisschen, ne? Puhu, das war vielleicht ein Tumult. Marcel, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von eben suchen gehen. Jo, Bell, mach das. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich will hier durch. Pokéball! Yay! Eben noch ein Pokémon oder nicht? Da. Paraheiler. Cool. An der Stadt von Orion City habe ich auch noch eins gefunden. Muss ich auch noch mal gucken gehen dann gleich. So, und jetzt hier runter. Hier liegt nämlich auch noch eins. Trank. Ah, cool. La 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 la. Was ist hier noch? Auch noch ein Item. Da geht's noch runter. Wow, kann ich hier runter? Wie komme ich denn da hin? Egal. Oder nicht egal? Ich will da irgendwie hin. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. So, jetzt muss ich hier lang. Na, was für ein Pokémon. Na, Klotz, Level 11. Hier kann ich trainieren. Aber mache ich jetzt nicht. Mache ich immer ein anderes. Wenn ich entweder hier noch hier bin oder mal wieder in der Gegend bin. Und ich wurde gerade in Skype angeschrieben. Hätte man mich nicht 3 Minuten früher anschreiben können. Nee, hier kommt man nicht weiter. Dann hätte ich jetzt vielleicht noch zurückschreiben können. So nicht mehr. Weil vielleicht ist das Wichtige ist. Vielleicht ist es noch so gesperrt. Ach, egal. Gehen wir uns mal weiter umgucken. In Orion City habe ich zum Beispiel noch ein Item gefunden. Was ich noch nicht geholt habe, glaube ich. Und zwar hier jetzt rein. Müsste es noch gehen, genau. Habe ich noch nicht geholt. X-Tempo brauche ich nicht. Egal. Aber jetzt gehe ich mal hier unten gucken, weil hier war ja auch noch ein Baum zum Zerschneiden. Ja, möchte ich. Und jetzt gehe ich mal hier weiter. Ein Item. Ein super Trank, ein super Trank. Was noch? Hier oben gibt es noch mehr. Ein super Ball, ein super Ball. Super Ball. Bam, 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 bam. So, da war es hier auch schon wieder. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Orion City zu Vivian. Hier war die, ne? Ich weiß zwar nicht, ob das auch auf dem Emulator klappt, aber man kann ja mal gucken gehen, ne? Tada! Dank euch beiden bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze. Zum Dank habe ich
es so eingerichtet, dass du ab jetzt das C-Gear verwenden kannst. Mit Hilfe des C-Gear kannst du per Infrarotverbindung, datenloser Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Marcel erhält das C-Gear. Achtung, bitte schalte das C-Gear an Orten wie Flugzeugen oder Krankenhäusern, wo datenlose Verbindungen verboten sind, stets aus. Wartet, so sieht das jetzt aus. Es baut sich gerade auf. Schau mal, das C-Gear ist jetzt aktiv und dem in der entsprechenden Bildschirm erscheint. Wenn du das Fragezeichen rechts unten drückst, berührst, kannst du dir sämtliche Erklärungen zum C-Gear durchlesen. Also zum Thema Spielsynchro. Ich würde dir gern ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Kannst du noch etwas Zeit nehmen? Klar. Das Spielsynchro ermöglicht unter Verwendung eines Traumdunstes den Zugriff auf die Erinnerung schlafender Pokémon. Genau so können wir Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Aber das ist noch nicht alles. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt wurden, träumen im Schlaf. Und wenn du so ein Pokémon dann wächst, wird sein Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der einer Region liegt, Realität. Die Spielsynchro ist schon etwas Tolles, oder? Hat dies dein Interesse geweckt? Wenn dich das Ganze interessiert, dann schick noch deine Daten. Alle Einzelheiten habe ich im PC dort hinten zusammengefasst, also wirf doch mal einen Blick drauf. Rubina? Oh, Trainer! Vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Ja, ein kleines Dankeschön. Nur keine falsche Bescheidenheit. Wow! Adressbuch. Cool. Über die Nintendo Wi-Fi Connection kannst du mit allen im Adressbuch eingetragenen Freunden Pokémon-Kämpfe bestreiten und Pokémon tauschen. Wie das genau geht, ganz einfach. Trage den Freundescode deines Freundes, den du registrieren möchtest, entweder manuell in das Adressbuch in deiner Basis-Items-Tasche ein oder registriere ihn über die Infrarotverbindung des Siegels. Okay, was aber nicht geht. Leider. Aber ich kann mal einen Blick hier drauf. Okay. Unwichtig. So, also, so sieht das jetzt aus. Aber. Hier zum Beispiel Kampf oder Freundescode oder so alles machen. Harmonietest. Was ist das? Spielsynchro. Ach komm, machen wir einfach mal. Weil ich mache ja eh mit Save States, also von daher. Dauert jetzt nur einen Moment. So. Was? Ja. In deinen Boxen befindet sich kein. Ach so. Nein, möchte ich nicht. Ah. So, mal gucken. Wartet mal. Welche schicke ich denn mal schlafen? Ich finde, Philidor hat sich was verdient. Ablehnen. Box 1, so. Können wir dann später immer noch holen, aber ich will mal das ausprobieren mit dem C-Gear. So, Spielsynchro. Ja, möchte ich.
lad doch mal schneller, ey. Ganz ehrlich. Ja. Ach, kann ich gar nicht. Ah, ich bin blöd, geht doch gar nicht. Also, so sieht das auf dem unteren Bildschirm aus. Aber ich kann es gar nicht machen, weil ich auf dem Emulator keine Verbindung habe. Ja. Nein. Oh Mann. Okay. So. Na dann. Geht's halt nicht. Wenn's nicht geht, geht's halt nicht. War ich jetzt eigentlich endlich mal im Pokémon Center, um meine Pokémon zu heilen? Nein, war ich nicht. Gut, dann weiß ich wenigstens, was ich machen muss jetzt. Kann ich rein theoretisch auch den Ziegel jetzt ausschalten, weil ich brauche ihn eh nicht. So, der nervt nur. Ja, heil meine Pokémon los. Heil sie. Los, heil sie. Richtig schnell. Dun, dun. Dun, dun. So, und jetzt wird es auch Zeit, endlich mal weiterzugehen. Bam, bam, bam. So, können wir jetzt auch hier weitergehen? Da ist nichts, nein, nee. Der lässt uns nämlich jetzt durch. Vorher sonst hätte er uns nicht durchgelassen, weil wir den Orden nicht haben. Wow. Gute 3. Achso. Ein Doppelkampf. Pokémon-Pension. Wow, oh wie süß. Hin und wieder lässt man mich mit dem Pokémon spielen. Oh wie süß. Pikuchilla. Hm, cool. Wow, Trainer. Kindergarten? Fragezeichen. Hm, sieht mir zumindest stark danach aus. Hm, egal. Sei ich doch Trainer. Solange ich von lachenden Kindern und Pokémon umgeben bin, kann mir so schnell keiner was anhaben. Ja, genau. Erzieherin Meinhardes. Meinhardes. Ja, ich denke jetzt mal nicht pervers, ne? Ich habe 2 Pokémon, das gefällt mir super gut. Also kann ich wenigstens gleich mal Seppifor wieder in den Kampf schicken. Nach langer, langer Zeit mal wieder. Wir haben es ja nicht erst im Arena-Leiterkampf verwendet, ne? Okay. Somniam. What? Ne, warte mal, das war doch... Ne, komm her, Seppi, voll, du bist mal dran. Wow, Somniam. Den Kampf mache ich jetzt noch zu Ende. Ranklieb, los, Seppi, voll. Oh shit, Beschwörung. Was bringt das? Super. Okay, wir wechseln zu Yorklap und setzen dann bis ein. Hoffentlich. Klappt das.
nee, klar. Verteidigung. Seine Verteidigung steigt. Aber bringt nichts. Yorklef, Biss. Ha, wusste ich doch. Ha. Ich mal wieder. Aber wieso hat Dranghieb so wenig Wirkung auf das? Was für eine Verteidigung hat das, um Gottes Willen? Biss. Und K.O. Yay, Level F für Zappifoy. Da, mein Harvardless. Aber vorher will ich rutschen. Lass mich rutschen. Nee, kleines Kindergartenkind will gegen mich kämpfen. Hä? Mal sehen, wie du dich gegen mich, gegen den Hyperstrahl stellst. Kleines Kind will mich mit einem Hyperstrahl fertig machen. Amadeus Vegimak. Ja, und da sehen wir das Pflanzen-Pokémon Vegimak. Alle drei Affen-Pokémon in diesem Spiel schon gesehen. So, dann mag habe ich. Vegimak hat dieser Benny oder auch dieses kleine Kind hier. Und Colin hat auch Sodamak und Grillmak hat dieser Mike. Ja, passt doch. Take a los, Yorklef. Ja, ich überziehe in diesem Part mal ein bisschen. Mal wieder. Egal. Dafür, dass ich ja vorhin in dieser, naja, Spielsynchro umgangen habe, vorhin da bei Vivian, verdient ihr mal einen längeren Part. Weil, ja, weil so ist. Level 14. Ich weiß nicht, auf welchem Level sich Yorklef entwickelt. Egal. Ich will rutschen. Hui. Hui. Komm, Trainer. Du wirst jetzt gegen mich kämpfen. Ich dachte, ein Doppelkampf. Mann. Tja. Jadwiga. Jadwiga. Ja. Grillmark. Grillmark. Ey, ich hab's voll gewusst, hätte ich Sodamark eingesetzt, egal. Aber nur Level 10, das kommt gut für Yorklef. Und im Moment trainiere ich nur Yorklef, ich weiß. Schlecker, es hat. Ah, keine Wirkung auf Yorklef. Egal, tut mir leid. Zwei Schläge und das ist weg. Dö. Und ich will nicht die Karte öffnen. Und aus Reflex mache ich mal noch Zappifoy nach vorne. Zappifoy nach vorne. Ich habe bis jetzt auch noch gar kein Flug-Pokémon gefunden. Hey Trainer, komm, lass uns kämpfen. Sodamak, hab ich's nicht gesagt, ich hier, ne? Finden. Na dann, Seppi, voll los, du bist dran. Das hat von weiter weg voll gruselig geguckt, dieses Sodamark. Egal. Bam. Ich peitsch dich. Und two hit. Yay, Level 12. Endlich. Zappifoy ein Level höher.
So. Aber ich würde sagen, jetzt ist wirklich Schluss. Im nächsten Part geht's weiter. Dort laufen wir nach da unten dann. Also Leute, freut euch auf den nächsten Part. Bis dann und ciao, euer Marci.